Timo, bist du am Start? Ich denke ja. Hallo, hallo, what's happening? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute werden wir endlich mit einem heiß angefragten, sagenumwobenen, lange erwarteten Format starten. Und zwar wird es endlich um ein mir sehr am Herzen liegendes Thema gehen, und zwar um Schuhe bzw. Turnschuhe bzw. Sneaker bzw. Trainer, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und zwar starten wir heute das Format Turnschuh-Schnack. Herzlich willkommen zu Episode 1. Ja, vielleicht dazu erst eine kleine kurze Vorgeschichte. Ich habe früher... Also was heißt früher? Wir haben jetzt 2020. Vor so 10 Jahren ungefähr habe ich schon mal Schuhe gesammelt bzw. sehr viele Schuhe besessen. Vor allem Jordans und 1er Air Max. Dann hat mich irgendwann ein Anfall erreicht und ich habe alle meine Schuhe verkauft, meine komplette Sammlung aufgelöst. Und dann konnte ich irgendwie doch nicht widerstehen und habe in letzter Zeit bzw. in den letzten Jahren, so seit 2016 dann wieder, angefangen mir ein paar Schuhe zuzulegen, die mir gut gefallen haben, aber in einem viel kleineren und ausgewählten Maße als früher zum Beispiel. Und ja, genau, deshalb dachte ich, es wäre ganz cool, euch ein paar meiner Schuhe zu zeigen, aber auch ein bisschen auf die Historie des Schuhs einzugehen. Warum, wieso, weshalb, woher der Schuh seine Inspiration nimmt. Ich finde das immer super interessant. Würde ich sagen, lasst uns nicht lang schnacken und direkt loslegen mit dem ersten Schuh. Let's go! Tada! Starten wir zuallererst mit diesem wunderschönen Schätzchen. Hier handelt es sich um den Elva Jordan Bred. Das Bred steht dabei für Black Bred, offensichtlich. Denn Bred-Modelle bzw. der Bred-Colorway zeichnen sich das typische Rot, Schwarz und je nachdem, was für ein Schuh das ist, auch weiß aus. Bei dem Elva Jordan, was übrigens auch eine meiner allerliebsten Lieblingssilhouetten ist, ist typisch, dass das immer von einem Patent-Leder noch umzogen ist, also einem Lackleder, was ich persönlich liebe. Ich liebe Lackleder und ich liebe vor allem Lackleder an Schuhen. Ich finde das mega. Dieser schöne Schuh kam zuletzt als Wiederauflage im Dezember 2019 raus, davor 2012. Den hatte ich damals schon mal, den habe ich aber ja dann leider verkauft. Was mich bis heute noch sehr ärgert, weil der ein paar andere Details als der von 2019 hatte. Dann 2008 und 2001 und dann in dem ursprünglichen Release-Jahr, wo es ihn zum ersten Mal gab, 1996. Michael Jordan selbst hat den Schuh dann auch zuletzt 1996 getragen, als die Chicago Bulls gewonnen haben. Da gibt es auch ein iconic Picture zu, das werde ich euch gerne mal einblenden. Nach diesem Sieg hat er den Schuh tatsächlich nicht mehr aktiv auf dem Court getragen. Whoop. Next up hätten wir einen meiner absoluten Lieblingsschuhe seit ever. Das ist ein Schuh, der hat mich ab Moment 1 komplett abgeholt. Ich liebe diesen Schuh. Ich finde, das ist mitunter einer der schönsten 1er Jordan, die es gibt. Und zwar reden wir von dem Rookie of the Year, der im November 2018 rausgekommen ist. Bei der Farbgebung beim Colorway hat man sich an den Farben des Outfits, was Michael Jordan bei seiner Rookie of the Year Acceptance Speech in 85 getragen hat, inspiriert. Er hatte da so ein braunes, ockerfarbenes Velour-Hemd, whatever an. Dieser Schuh besticht mich komplett mit den ganzen Details, mit denen er versehen ist, weil er hat sehr, sehr viele Details und ich mag sehr gerne, wenn ein Schuh mehrere auch versteckte Details mit sich bringt. Und zwar hat dieser Schuh beispielsweise innen auf den Support Wings jeweils einen Print, und zwar steht auf der einen Seite ein Zitat von Michael Jordan aus besagter Rookie of the Year Acceptance Speech und auf der anderen Seite steht sein Rookie-Jahr, die Punkte, die er da gescored hat und seine Points per Game im Durchschnitt, das war nämlich 28,2 Punkte. Ansonsten hat der Schuh an sich ein super, super schönes Leder. Kam mit 2 Paar Laces, glaube ich, mit schwarzen und roten. Ich mag sehr, wenn man rote Laces aufgezogen hat, finde aber auch so cremefarbene Laces sehen da echt sehr schön drauf aus. Die schwarzen sind aber auch nicht schlecht, also eigentlich sieht der Schuh immer geil aus. Und ja, genau, das wäre es eigentlich schon zu diesem guten Stück.
Hallo. Bei dem nächsten Schätzchen handelt es sich um, danach war es das auch in diesem Video für Jordans, Pinky Promise, den 1er Jordan Game Royal, der im März 2018 das erste Mal so rauskam, wie er ist. Es gibt schon den 1er Jordan Royal, der hat dann allerdings das Royal Blau in der Toebox. Hier dieser ist vom Color Blocking, von der Aufmachung, wie die Farben, wo die positioniert sind, an den 1er Chicago angelehnt. Ein legendärer Schuh. Ich habe auf den Schuh, wie man sieht, weiße Laces draufgezogen. Der kam original mit schwarzen Laces. Das sieht auch nicht schlecht aus, aber ich finde das hier ein bisschen nicer. Ich finde auch, wenn man auf dem Chicago weiße Laces hat, sieht das super nice aus. Und yes, das wäre das. Next up hätten wir einen sehr schönen Frühlingsschuh. Und zwar ist das der Air Force One Shadow. Das ist eine neue Air Force Silhouette, die, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal auf den Markt kam. In dem Colorway Pale Ivory. Der hat super schöne Pastellfarben. Wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Sommer-Frühlingsschuh. Ich finde, der macht direkt gute Laune. Was diesen Air Force Shadow von dem normalen Air Force unterscheidet, ist, dass dieser Schuh, dieses Deconstructed, was ja dann auf einmal ein Ding war, sehr gut aufgreift und auch eine höhere Sohle hat, also so ein bisschen Plateau. Dann hat er auch hier so einen Support Wing und ja, er ist auch nicht ganz rein weiß, das mag ich sehr, sehr gerne. Pale Ivory verrät das Ganze ja schon, dass das so ein bisschen Off-White ist, so ein bisschen Eierschalen, weiß. Ein sehr, sehr schöner Schuh, der, wie ich finde, sehr gute Laune macht. Dinge sind in diesem Video 5 und zu guter Letzt hätten wir einen Oh Wunder Puma-Schuh, kein Nike-Schuh. Ich wollte hier nicht nur ein rein Nike-lastiges Video machen, was mir tatsächlich sehr schwer gefallen ist. Aber hier hätten wir einen meiner auch tatsächlich absoluten Lieblingsschuhe. Das war auch 2 Sommer lang mein Bieter. Den habe ich so oft getragen und ich zeige euch gerade mal beide, weil ich habe die unterschiedlich gelaced. Das mag ich sehr gerne. Aber hier bei dem hat es mir sehr gut gefallen. Der kam auch mit unwahrscheinlich vielen Laces. Ich habe tatsächlich keinen anderen Schuh, der mit so vielen extra Laces geliefert wurde. Ich glaube, da waren 5 Paar dabei. Dann gab es noch so welche, die waren meliert. Schwarz mit rosa meliert, dann rosa mit schwarz meliert. Das war ein wirklich sehr, sehr schönes Gimmick. Ich behalte mal hier einen in der Hand. Und zwar handelt es sich hier um ein Puma-Kleid in Zusammenarbeit mit Patta. Das war eine sehr, sehr schöne Kollabo vom Februar 2017. Und auch dieser Schuh hat mich komplett mit seinen Details abgeholt. In diesem Schuh steckt super viel Liebe zum Detail. Also erstmal ist der, wie typisch für den Puma-Kleid, ist der aus so einem Wildleder-Upper. Hat der mit sehr, sehr schönen Color-Blocking-Farben gearbeitet, nämlich mit rosa und orange. Der hat alleine schon auf den Lace-Tips das Patta-Branding. Sowas liebe ich ja. Ich bin wirklich ein Sucker für so kleine Details. Die machen für mich das Ganze einfach perfekt. Dann hat der jeweils rechts und links die beiden Hometowns der Brands, nämlich Herzogenaurach für Puma und Amsterdam für Patta. Und hinten dann nochmal das Patta-P. Und ja, ansonsten fand ich den einfach super. Der ist auch mega gut verarbeitet, weil dieses orangene Innen aus einem Glattleder ist. Das macht ihn sehr, sehr angenehm vom Tragekomfort. Und prinzipiell ist das einfach ein schöner Schuh, eine klassische Silhouette, finde ich. Und ja, ich habe den heiß geliebt. Ein starkes Teil einfach. Dann hat er auch auf der Zunge ein co-branded Label mit Puma und Patta. Also wie ihr seht, sehr, sehr viele schöne Details und ich kann einfach nicht mehr dazu sagen, außer dass das ein äußerst starker Schuh ist, den ich sehr, sehr gerne getragen habe und auch immer noch trage. Schönes Ding, mag ich sehr gerne. Yes, liebe Freunde des Sneaker-Plausches, das war es auch schon mit der ersten Episode von Totschuschnack. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, der ein oder andere konnte sogar noch was lernen. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie euch das Video gefallen hat, wie euch die Schuhe gefallen haben, falls ihr vielleicht selber welche von den Modellen besitzt. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Resttag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt zu Hause und bis zu meinem nächsten Video. Muah!